So, wir machen weiter mit der nächsten Reaction, nämlich hier, wie ein YouTuber eine Automarke zerstört hat. Ja, von Two Bald Guys kam vor 2 Tagen raus. Ich erkenne die Automarke da hinten nicht wirklich, aber da steht Fisker. Ist das die Marke? Kann sein. YouTube-Star verreist E-Auto. Mal gucken, ob es berechtigt war oder nicht. Let's Am go! 18.02. geht auf dieser herzallerliebsten Plattform dieses Video online. This is the worst car I ever reviewed. Ist es Fisker? Egal, die Jungs von Two Bald Guys werden es gleich sagen. Darin bewertet der Tech-YouTuber Marcus Brownlee ein Auto der Marke Fisker. Und das Fisker, okay. Fisker Ocean. Modell überzeugt ihn leider so gar nicht. Sein Das Fazit. sieht mir jetzt aus wie so ein Seat, nicht Seat, Volvo oder was es war. So einen großen Volvo SUV-Ding. Steht ist vernichtend. I think Mal it's gucken. just the worst car I've ever tested. Emotional, damn it! Doch viel schlimmer als die Kritik ist die Reaktion der Automarke. Ein sechsminütiges Telefonat löst ein unfassbares. Evil Morty-Theme ist underrated. Evil Morty oder wie heißt es im Originalen? Irgendwas mit Damage Encoder. Ist ein geiles Theme. Ist ein geiles Theme. Ja. Und wenn ich das hier gerade so sehe, dann scheint es so, als ob die hier so ein. Ja, dass die hier so eine Reaktion drauf gemacht hat, wie halt momentan so ein T-Tech macht, was dann schon sehr Panne ist. Naja, mal gucken. Der Automarke. Ein sechsminütiges Telefonat löst ein unfassbares PR-Desaster aus. My name is Russell Da, Russell Law. I work for Fisker. Mittendrin steckt ein überforderter Autohändler, der mit einer kleinen Entscheidung 6,5 Millionen. Muss man auch erstmal hinbekommen. augenscheinlich die Zerstörung von Fisker besiegelt. Was ist hier passiert? They didn't want us to review this one. If you could just let me know who this kid is. Have some respect. You could give me this car and I wouldn't want to drive it. Accusations of me bankrupting the company. Two foot guts! Marcus Brownlees Hauptkanal MKBHD hat über 18,5 Millionen Abonnenten. Ist schon krass. Ich glaube, es gibt von deutschen YouTubern oder generell deutschsprachigen YouTubern, glaube ich, kaum einen bis gar keinen, der in die Reichweite kommt. Vielleicht so ein paar Unternehmen kommen bestimmt so in die Höhe, aber ein Gronkh hat nicht so viele, ein Mont hat nicht so viele. Ich wüsste gar nicht, wer im deutschsprachigen Raum wirklich ansatzweise in der Höhe ist. Ob es in. Also jetzt wirklich als Content Creator, nicht als Unternehmen. Ja, die Content Creator sind an sich auch Unternehmen, ja, klar. Aber ihr wisst schon nicht so, keine Ahnung, Mercedes, die haben bestimmt auch so 20 Millionen Abonnenten. Aber das sind jetzt keine Content Creator. 18,6 Millionen ist schon krass. Dort veröffentlicht er Videos über Tech-Content. Der Dude ist eine absolute Legende in der Szene. Wir persönlich lieben die Videos für ihren cleanen Look, seinen ruhigen Vibe und die überlegten Takes. I think it's the best looking one that I've seen so far. Being a brand new phone company is really hard. Er ist ausgewogen und fair. It's not too heavy. It's built pretty well. Ich denke generell halt eine neue Firma zu sein ist nicht leicht, weil man hat halt geringere Ressourcen und sowas. Es ist wichtig, Leute aufeinander, oder man muss Geld für Werbung ausgeben. Man darf aber nicht zu viel Geld ausgeben für Werbung, weil sonst die Qualität an anderen Stellen mangelt. Generell ein Unternehmen aufzubauen, das halt wirklich den Anspruch hat, im Weltmarkt mitzumischen, ist echt nicht leicht. Really hard. Er ist ausgewogen und fair. It's not too heavy. It's built pretty well. Seit neuestem betreibt er außerdem den Kanal Autofocus. Der Na Auch einfach schon fast 1 Million Abos, während meine Kanäle unter 100 rumdümpeln. Name Eieiei. ist Programm. Aber bevor wir uns diesem Video widmen, springen wir für etwas Kontext ein paar Jahre zurück.
2007 wurde Fisker Automotive in Kalifornien von dem dänischen Designer Henrik Fisker gegründet. Henrik Fisker is nothing if not determined. Das Unternehmen produzierte damals den Fisker Karma, ein Luxus-E-Auto. Dafür gab es einen entspannten 500-Millionen-Kredit von der US-Regierung, neben einer Milliarde privater Investments, zum Beispiel von Leonardo DiCaprio. Das Ganze ist brutal. Der hat so ein... Das sieht vorne, auch wenn ich mich jetzt nicht ganz groß mit Autos auskenne, aber es gibt so ein Mazda, das sieht auch vorne so ein bisschen so aus. Das hier, vorne der Look erinnert so ein bisschen an Maserati, aber ich habe jetzt nicht wirklich groß Ahnung von Autos, von großen Automarken. Aber hier dieser Bogen über den Bogen an den Seiten von der Motorhaube, sieht halt so ein bisschen aus wie dieses eine Mazda-Modell. Aber es sind halt nur jetzt meine unqualifizierten 5 Cent dazu. All in die Hose gegangen und weltweit wurden nur ca. 2000 Karmas verkauft. Die US-Regierung hat insgesamt entspannte 140 Mille verloren. Aber der Dude Fisker wollte nicht aufgeben und hat 2016 die Fisker Inc. gegründet. Das Unternehmen tritt übelst humble und sympathisch auf. Manche Menschen haben die seltene Gabe, in die Zukunft blicken zu können und zu sehen, was anderen verborgen bleibt. Ist es Söder? Ist es KI Söder? Vom ersten Strich an von Henrik und seinem Weltklasse-Team designt, ist der emissionsfreie Fisker Ocean bereit, die Automobilwelt mit handwerklicher Schönheit, genialem Engineering, Innovation, erschwinglichem Preis und Nachhaltigkeit aufzumischen. Ich glaube schon, das ist KI Söder, oder? In einer Fabrik in Graz wird Fiskers Vision Realität. Der Däne ist vollkommen von seiner Schöpfung überzeugt. Fisker Ocean ist mit viel Hightech. Wir haben 550 PS, 0 auf 100 in 3,9 Sekunden, da braucht man wirklich etwas Spezielles. Und Fisker Ocean hat alles eigentlich. Es hat auch Solardach. Auf den ersten Blick liefert das Modell wirklich zahlreiche coole Features. Solardach ist schon cool. Aber es wird bestimmt irgendeinen Grund geben, warum das andere Autos halt nicht hat. Ich meine, ich bin mal gespannt, ob da irgendwas kommt, ob da erklärt wird, warum Solardach doch nicht so sinnvoll ist, weil so rein logisch, dass sich das Auto aufleert, wenn es quasi fährt, wenn die Sonne scheint, ist ja vom reinen Ansatz gar nicht so schlecht, eigentlich ziemlich smart. Aber das haben, glaube ich, nicht alle E-Autos so. Oder, glaube ich, gar kein E-Auto. Wobei, wie gesagt, kein Experte, was Autos angeht. 160 miles on one charge. You get this matte blue paint, flared out fenders, awesome looking wheels. You have these super slim LED lights. Muss sagen, ich mag keine matte Lackierungen. Generell nicht. It's in the front and at night it says ocean. Es gibt einen California Mode. Cool. Es zeigt Ocean. Bei dem die Fenster seitlich und hinten herunterfahren und sich das Dach öffnet. Der Bildschirm vorne dreht sich zum Filmeschauen. Es gibt spezielle Ablagen für Food. Ain't nobody sicker in my Fisker. Ain't nobody. Fiskers don't make noise when they start up, just so you know. Es gibt sogar einen Boost-Mode, den man bis zu 500 Mal aktivieren kann. Wenn man sich zum ersten Mal reinsetzt, gibt's direkt eine Message von Fisker höchstpersönlich. Thank you for joining us in our shared vision of a clean future. And with you now sitting behind the wheel of your Fisker Ocean, you... Das Auto gibt es in Deutschland für zwischen 43.000 und 70.000 Euro zu kaufen. Also Pillepalle, Spielgeld, Restemünz. Die pissig. Wechselgeld, aka. Die pissig. Das Auto. Ja, perfekt. Ich und Two-Boat Guys. Hat einen gewissen Hype. Marcus Brownlee will es ebenfalls testen. Fisker kann ihm keins schicken, also holt er sich einfach eins von einem Autohaus. Das findet Fisker irgendwie raus, meldet sich bei Brownlee und will, dass er mit seinem Review wartet, weil bald ein Software-Update rauskommen würde. Aber er denkt sich, Weiß ich nicht, Digga. And I believe you, Fisker, but that's the thing is it's not really in my policy to wait on promised future software updates. I'm gonna review the car that's out now, that real buyer are actually living with. Er testet den Fisker. Klingt auf jeden Fall sehr fair. Ein paar Tage lang. Und naja. I think it's just the worst car
I've ever tested. It's competitive in the same fundamentals as a lot of the most popular EVs, like Tesla Model Y, Ioniq 5, EV6. Also erstmal ein grundsolides E-Auto. The reason it's bad is not actually the fundamentals. It's not going to show up in a day. You live with this car and it slowly rears its ugly head. An der Stelle ein kurzer Disclaimer. Wir haben absolut null Ahnung von Autos und können Same here. Kann bei diesen Auto-Reviews schlecht einschätzen, wie legit die Kritik jeweils ist. Aber darum geht es auch gar nicht so sehr. Seht ihr gleich. Gehen wir mal schnell durch. Oben auf dem Auto sind Solarpanels, welche die Batterie etwas aufladen sollen, wenn das Auto rumsteht. Aber in der Software kann man nirgendwo sehen, wie viel denn und ob überhaupt. Null Infos. Kein Handschuhfach. Die Fenster gehen bei ihm nicht runter im California Mode. Wenn er das Auto startet, gibt es dauernd Error Messages. Whether it's just one of the steering systems or the braking systems or the cameras failing. Even little things like Bluetooth I've had an issue with in this car. Manchmal blinkt der kleine... Ist schon... Andere Bildschirm, rot-blau, Warnungen gehen plötzlich los, die... Warte, was war da? Auto... Auto... Braking unavailable, drive carefully. Heißt die... Das Auto wird... Oder es ist unvermeidbar, dass es bremst. Wenn du da mal auf der Autobahn fährst und so, ist das nicht, was man eigentlich haben will. Die Drive. In so Städten geht es vielleicht noch, oder so Ortschaften mit beschränkten km/h-Anzahlen, aber auf der Autobahn oder auf dem Highway oder sowas, da will man das sowas nicht haben. Driver Assistance versagt regelmäßig, es gibt kein Auto-Hold. I press unlock, sometimes it takes me 2 or 3 times for it to actually wake up and unlock the car. That's weird. There are so many annoyances, especially with things just like the cameras and the driver assistance things beeping and blinking randomly for no reason. The list goes on and on and on. I've only had the car for a couple days, but my point here is you could give me this car and I wouldn't want to drive it. It just feels like the buggiest car I've ever tried. The buggiest car I ever drive. Also das ist ein Videogame. Also ist das quasi das EA von der Autoindustrie. Wir haben gerade eben über die Reaction von EA geguckt. Ist Fisker das EA der Autoindustrie? Aber was ist die Reaction, was da drauf? Wir im Automobilbereich, genialem Engineering, Innovation. In seiner Videobeschreibung schreibt Brownlee, do not buy this version of the Fisker Ocean. Am Schluss hat er noch ein paar nette Worte übrig. Er findet, dass das Grundgerüst und die innovativen Ideen des Autos echt vielversprechend sind. Die Firma muss halt noch etwas Gas geben. Ah, sorry, den hätte ich nicht bringen sollen, ne? Entschuldigung. I'm rooting for you, Fisker. Der war auch nicht gut. Luck. So, dieser Review geht direkt viral. Was hat Fisker jetzt für Optionen? Man könnte die Kritik zum Beispiel annehmen, im Team intern aufarbeiten und sich mit den Mängeln auseinandersetzen. Man kann ein Statement machen, was theoretisch auch noch in Option 1 mit reinzieht. Man kann, was soll man noch machen? Man kann relativieren und zwar auf so einem Pannenniveau, wie zum Beispiel zum T-Tag momentan in der Kritik steht, oder man greift den Gegner direkt an. Man versucht den Gegner lächerlich zu machen, da mit dem YouTuber, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe, quasi so auf Healy-Basis. Oder... Oh, was für ein Drama. Ah, die schöne Pokémon-Musik. Euch hier im weiteren Verlauf erwartet. Wisst ihr, was noch dramatischer wäre? Ein fucking Bürgerkrieg in den USA. Zwei Staaten erklären dem Rest den Krieg. Ein unnormal gruseliges Szenario, was auf ganz unangenehme Art und Weise in die aktuelle Zeit passt. Heute haben wir eine richtig heftige Filmempfehlung für euch, die kultivierte Gang, in der es genau darum geht. Civil War. Die Menschen in Texas und Kalifornien. Nein, schaut euch gerne den Film an über den Code von, schaut euch den Film gerne im Kino und IMAX an, jeden Fall rein damit. Am 18.04. macht es.
Aber weiter geht's im Video. Am PC. Es ist ein gewöhnlicher Arbeitstag. Außer, dass ein berühmter YouTuber sich ein Auto bei ihm geliehen hat. MKHBD, this guy, did a... He borrowed our Fisker. 2 million views on the Tesla. This one got 1.1 million views. So he shouts us out. Und dann klingelt sein Telefon. Hello there. My name's Russ Whitlow. I work for Fisker. Oh, fuck. We have a customer who we believe bought a car from you. He's blowing up social media. And we're trying to track him down. Talking crap on the Fisker, right? Man merkt, dass der Fisker-Ingenieur irgendwie Schadensbegrenzung betreiben will. So he reached out to us and was like, hey, can we use your Fisker to review it for a YouTube video? And we were like, yeah, sure. So we're getting the Fisker back right now. So you want to talk to him and see if you can calm him down or something? Well, no. So you lent him your car. Yes. He's blown up social media. Will er Saliba jetzt irgendwie dafür verantwortlich machen, dass Brownlee den Fisker im Test... Brownlee ist ja okay, alles klar. ...einfach scheiße fand? Der Vibe geht hart in Richtung Cringe. And I'm just trying to get this into the right context. So, because I was about to completely redeploy to go out and fix this car for him and update all the software. Oh, das Software-Update, das können sie gerne machen, auch wenn das Auto keinem YouTuber mit Millionen Followern gehört. It's my car. If you want to come and update all the software, that's fine. You guys have already sent someone out to us before. Nothing ever happened. Never fixed it. Saliba wirkt richtig genervt. Der Fisker-Ingenieur will Brownlees Kontaktdaten. So if I was to put this into a concise statement, it would be... If you could just share this guy's information, I'd be grateful. Alles geklärt. Does that sort of wrap everything up correctly? That does. I'm gonna have to reach out to my contact and ask him if I could share his information. I don't need it. Hä? Jetzt will er... Hä? Was? Sich nicht mehr die Kontaktdaten von Brownlee? You're getting the car back. It's a moot point. If he owned the car, it was a different kettle of fish. He doesn't own the car, you do. You're the customer. Correct. So my job is to take care of you, the customer, not a mouthpiece. Okay. Hä? Um was geht's hier genau? Was will der Dude hier? Okay. Was ist der Ziel vom Anruf? Er will die Daten von dem... Ah, sorry, ich habe den Namen wieder vergessen. Brownlee, was so? Und dann doch nicht? Hä? Und die schicken jetzt doch niemanden hin, um da das Update zu machen, weil der hier nur der Autohändler ist und nicht der YouTuber? Was geht hier genau vor sich? Na gut, und dann sagt der Fisker-Ingenieur am Ende des Telefonats noch das hier. If you can just let me know who this kid is, I'm gonna fire an email into senior management. Let them know I've spoken to you. Let them know that it's your car. Also will er jetzt doch die Kontaktdaten von Brownlee? Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Was, Bruder? Genau. Was, Bruder, auch ein Ding, der ist mir von Haftbefehl. Genehm, dass der Dude MKBHD einen 30-Jährigen als Kid bezeichnet. Noch unangenehmer, dass der Ingenieur sicherlich nicht damit gerechnet hat, dass der Anruf aufgenommen wurde. Und Saliba stellt die Aufnahme auf seinem TikTok-Kanal online. Ist es cool, das aufzustellen? Weiß nicht. Aber vor allem halt ohne Fragen, ob das aufgenommen werden darf. Ist es cool? Jein. Nee, tatsächlich eher nicht, aber... Und jetzt geht es so richtig ab. Das Video erhält fast 6 Millionen Aufrufe. In den Kommentaren machen sich viele User über Fisker lustig. So I think Fisker should hire a PR company to handle that. Blood talk about MKBHD like he just... Aber gut, es scheint kein privater Anruf zu sein, deswegen... Vermutlich wieder im halbwegs okayen Rahmen. Little reviewer, he is biggest tech reviewer on this planet. Did he just call MKBHD a mouthpiece? They knew the car had issues. Merkel. He still sold it to people. Sorry, but the review is valid. One man has an entire company in shambles. Fisker's about to learn the hard lesson about the Streisand effect. Zahllose Medien berichten über das Debakel. MKBHD ist aber längst nicht allein mit seiner Kritik am Fisker-Modell. Over the course of our first week with the Ocean, we got more errors. Mostly related to the different safety systems. We've also had some problems with the screen and Bluetooth connectivity. Das liegt auf jeden Fall nahe, dass es nicht nur bei ihm so gewesen war, sondern generell auch bei anderen. Was natürlich schon mal noch ein klareres Bild liefert. Weil ein Buggy-Auto kann passieren, ab zwei kann theoretisch auch noch passieren, aber bei
danach sollte es nicht mehr vorkommen, um das halt als Einzelfälle durchgehen zu lassen. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Und auch der Anruf, ist mir wieder eingefallen, und auch der Anruf, der die ja irgendwie da mitbekommen haben, dass das Auto verkauft worden ist oder ausgeliehen worden ist, zu einer Person, die reviewed. Und dann von dem zu den Daten rauszufinden, wirft auch ein schlechtes Licht eher auf die Firma. In the same time frame. And when you add it all up, it just feels like it's a lot. Auch der ADAC schreibt in seinem Fahrbericht, etwas irritierend waren während der ganztägigen Testfahrt diverse Fehlermeldungen im Fahrzeug. After owning a Fisker Ocean One for just under 6 months, I now have officially gotten rid of my car. Ende Februar gibt Fisker bekannt, dass dem Konzern zum Ende des Jahres das Geld ausgehen wird. Ich habe 3 Autos und kein Geld. Warum habe ich nicht kein Kinder und 3 Geld? Legendäres Meme. Hatte ich nicht keine Autos und 3 Geld. Dann gibt es etwas unsaubere Berichterstattung. Brownlee und das TikTok-Video wären für das Einstürzen des ewig nicht. Börsenkurses verantwortlich. Bestimmt schon, aber bestimmt ist da auch was Wahres dran, aber es liegt nicht an denen, sondern weil die einfach Scheiße gemacht haben, die aufgedeckt worden ist durch die verschiedenen YouTuber. Also, ja, es mag vielleicht, die mögen da vielleicht einen Zusammenhang haben, aber die größte Schuld oder quasi auch die alleinige Schuld, weil die anderen haben halt nur Reviews gemacht, geht hier an die Firma hier, an Fisker. Die Reaktion des Herstellers lässt den Börsenwert einstürzen. Als dann 3 Tage später der Anruf bei Saliba viral ging, brach der Kurs aber erst richtig ein. Fisker's Stock has tanked 50% since Brownlee's video went live. Das zweite stimmt zwar, aber ist schon misleading. Das hier sind die Events auf der Timeline. Ach so, okay. Okay, dieses Tech-Review, da gab es auf jeden Fall nochmal einen Down. Irgendwas ist da noch passiert, wahrscheinlich keine schlechten Nachrichten, erstmal keine schlechten Nachrichten, da ist der Börsenwert wieder gestiegen. Und dann hier der Anruf mit dem TikTok-Video, okay, und dann ging es hier bodenlos runter. Wobei das da schon auf einer Talfahrt war. Weil scheinbar war der Anruf hier zu dem Zeitpunkt hier, wo es hier da schon den großen Absturz hatte, wo da schon sehr viel Wert eingebrochen ist. Weil da hat es sich eigentlich wieder fast normalisiert von dem Wert. Nicht ganz hier, wo das Review kam, aber die Aktie hat sich da auf jeden Fall erholt. Hier der Review, dann die Meldung, dass Cash bald alle ist, dann das TikTok-Video. Okay, dann war das gerade eben zu sehen. Okay, ich habe die Nachricht komplett ignoriert, ja. Das hat dann den Börsencrash, den Crash der Aktie quasi eingeleitet, dass hier die Nachricht kam, dass da das Geld ausgeht. Das habe ich gerade eben gar nicht bemerkt. Komplett übersehen. Ich habe nur auf die Gesichter geachtet. Ja, mein Fehler. Dann hat er tatsächlich nicht wirklich viel mit dem Abschluss zu tun gehabt. Sind die Events auf der Timeline. Hier der Review, dann die Meldung, dass Cash bald alle ist, dann das TikTok-Video. Die Kein-Cash-mehr-da-Meldung hat wohl eher den Fall der Aktie angestoßen. Aber zoomen wir mal raus. Oh. Das ist auch logisch, weil wenn man drauf guckt, wenn du weißt, dass hier eine Firma bankrott geht, dann versuchst du ja noch so schnell wie möglich deine Aktien, die du in so einem Ding drin hast, in so einer Firma drin hast, abzustoßen, damit du noch das maximale Geld aus den Aktien rausbekommst. Weil hier oben, wenn es weiter oben ist, bekommt man natürlich mehr, als wenn es da ist. Also es ist schon logisch, dass hier halt komplett runtergeht, wenn man halt merkt, oder die Firma bekannt gibt, dass kein Geld mehr da ist. Dann, wenn jemand in so einer Firma drin ist, oder generell, wenn jemand in Firmen drin ist und so eine Nachricht sieht, dass kein Geld mehr drin ist, direkt abstoßen. Kein Cash mehr da Meldung hat wohl eher den Fall der Aktie angestoßen. Aber zoomen wir mal raus. Oh, okay. Kurs ist seit geraumer Zeit im freien Fall. Zum Beispiel, weil im November klar wurde, dass Fisker ihre Produktionsziele nicht erreichen wird. Als die ganze Nummer mit dem Review abgelaufen ist, war die Firma de facto schon. Ja, true. Okay, das
Bild aber nicht da so ersichtlich. Halbtot. Am 13. März kam raus, dass Fisker scheinbar einen Insolvenzantrag plant. Mittlerweile wird die Aktie in New York nicht mal mehr angeboten. Anfang April hat MKBHD das Auto nochmal reviewed mit neuer Software und ist auch auf das absurde Drama rund um sein Video eingegangen. Accusations of me bankrupting the company or trying to or caring at all about the stock price, which I don't and never have. Einige Sachen hat die Firma verbessert, andere nicht. Ist ehrlich gesagt auch völlig egal. Für uns ist dieses Story aus ganz anderen Gründen faszinierend. Erstmal, dass ein heimlich aufgezeichnetes Telefonat eine Firma so schlecht aussehen lässt. Man kann sich hier aber auch mal die Frage stellen, ob es so korrekt war von dem Autohändler, das einfach hochzuladen. Dieser. Ja, wie ich auch vorhin gesagt habe, eigentlich ist es nicht cool, solche Gespräche ohne irgendwas davor zu sagen aufzuzeichnen und dann halt vor allem noch öffentlich zu machen. Nur aufzeichnen und das dann in den Internas zu behandeln, ist ja im Grunde okay, würde ich so sagen. Ich weiß nicht, wie das Recht da in Amerika aussieht, aber es ist zweifelhaft, ob das so cool ist, da das aufzunehmen und hochzuladen. Ingenieur vertritt wohl kaum die offizielle Position der Firma. Und zweitens, wie ein PR-Desaster sondergleichen nicht reicht als Story und dann so ein Hang entsteht, irgendeinen Aktieneinbruch dazu zu dichten. Dabei muss man... Aber das ist ja auch nicht das Einzige hier bei der Firma. Das hat ja dann auch letztens diese Healy-App oder diese Healy-Firma da auch mit Simplicissimus und so gemacht. Also ist scheinbar nicht... Ja, nicht die einzige Firma, die so vorgeht. Was schon traurig ist. Man sich den Kurs ungefähr 10 Sekunden angucken, um zu merken, dass MKBHD diese Firma selbstverständlich nicht in den Ruin getrieben hat. Hat er nicht. Er hat Fisker zerstört, yes. Aber nicht so. Naja, Geschichten, die das Internet so schreibt, Autos absolute Parallelwelt. Schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Gebt Fisker Ocean Besitzern einen aufbauenden Schulterklopfer. Wir glauben... Glauben, so viele Software-Updates kommen da nicht mehr. Feiert gut. Also ich gar keine mehr. Case closed. Ja, auf jeden Fall strongs Video. Sehr informativ. Habe ich tatsächlich von dem Fall gar nicht gewusst. Ich kann auch die Firma nicht. Tatsächlich. Wie gesagt, kein Experte, was so Autos und sowas angeht. Genauso wie die Jungs von Bizismus. War sehr interessant zu wissen und sehr interessant herauszufinden. Like natürlich da.